Ja, herzlich willkommen und diesmal spielen wir Skyrim. Heute bin ich alleine, aber ich hoffe, dass sich das in den nächsten Skyrim-Videos ändern wird. Und ja, lassen wir mal dieses Intro von Skyrim gleich für sich sprechen. Also, ich habe mir auch vorgenommen, dass wir jetzt zum Beispiel ein so Rambo-artiger Krieger werden. Ich habe mir gedacht, Ork oder Rotwardone wäre am besten. Und ja, ich habe auch alle DLCs, wollte ich jetzt nur mal nochmal sagen, bevor wir beginnen. Und ja. Endlich seid ihr wach. Oh. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Der hat die ganze epische Szene versaut. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Also ihr könnt auch mal dann in die Kommentare schreiben, wohin ich gehen soll. Also zu den Sturmmänteln oder zu den Kaiserlichen. Weil das ist dann halt auch ein heikles Thema und ja. Was sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist? Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Obwohl ich tendiere eher zu den Sturmmänteln, weil... Die Sturmmäntel sind Nord und eigentlich sind die Kaiserlichen so die Einwanderer und haben alles zerstört und nicht der Ulfric Sturmmantel, der hier neben mir sitzt. Und ja. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sofengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Also das ist Helden, soweit ich weiß. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nords seinem Zuhause gelten sollten. Ich komme aus Hochwitz. Aha. Was ist da hinten los? Der Scharfrichter wartet. Interessant. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Ach, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttchen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Der soll jetzt mal ruhig sein. Das ist Helgen. Ja, das ist Helgen, okay, ich hab recht gehabt. Ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren mitbaut. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ich die, auf welcher Spielstufe ich spielen soll und ob ich die Gespräche, ob ich bei den Gesprächen einen Untertitel einlassen soll oder nicht. Und dann später, wenn ich mehr Geld habe, könnt ihr auch sagen, wie ich aussehen soll für die Skyrim-Spieler unter euch. Und weil, nachdem ich alle DLCs habe, habe ich auch den Gesichtswandler, der in der zersplitterten Flasche wohnt. Und da kann ich dann mein Aussehen verändern. Aber die Rasse leider nicht. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Aha, also ist gerade gespeichert. Jarl von Winter. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Ach so, du bist aus Flusswald? Okay.
Also, ich kenne die Story jetzt nicht in- und auswendig, aber ich weiß schon ziemlich, um was es geht. Und Flusswald wird halt auch noch eine sehr wichtige Rolle spielen in dem Spiel. Und ja. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Okay. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich entweder Ork oder Rotwardone sein werde. Also, als Bewohner der Vrataganischen und der Drachenwandsberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rotwardonen aus Hammerfell, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adrenalins Schub einzusetzen. Okay, also ich denke mal, die Orks schauen zwar schon ziemlich cool aus mit ihrem Vorderbiss und so, obwohl auch gleichzeitig mega hässlich, aber der Rotwardone ist eben gut in der Schmiedkunst und ist eben anscheinend von Natur aus der beste Krieger Tamriels. Und deswegen denke ich, nehme ich jetzt den Rotwardonen. Und das, was ich gehört habe aus der Gerüchteküche, heißt, dass es bald ein neues DLC rauskommt. Und zwar, das heißt Redguard und Rotwardone heißt auf Englisch Redguard. Und deswegen wird dieses DLC höchstwahrscheinlich in Hammerfell spielen. Und deswegen wäre es auch schon ziemlich cool, wenn ich dann dieses DLC besitze und dann mit dem Rotwardonen so Art nach Hause zurückkehre. Also natürlich männlich. Ich bin jetzt kein Antifeminist, aber mit Frauen spiele ich nicht so gerne. Hautfarbe würde ich eher hell machen, damit ich mich eher mit ihm identifizieren kann. Gewicht so. Gesichtsfarbe auch ganz hell. Schmutz natürlich voll. Eine wunderschöne Narbe muss auch dabei sein und eine Kriegsbemalung natürlich. So Kriegsbemalung über die Narbe, das ist ganz hygienisch. Das passt immer sehr schön. Jawohl. Das Gesicht, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Wie gefällt's euch? Schreibt es in die Kommentare. Lachfalten. Ja, das passt eigentlich alles. Die Augen. Okay. Soll ich das nehmen? Obwohl es wirkt irgendwie schon ziemlich creepy und das ist schon eher so Totenbeschwörerart und nicht so Krieger, würde ich jetzt sagen. Oh, so blutrünstig schaut das aus, das nehme ich. Das schaut gut aus. Braunart. Die schaut gut aus. Mund. Haare, okay, die sind jetzt wichtig. Weil die. Okay, ein Afro. Das ist so. Keine Ahnung. Eine Glatze, okay. Ah, nee, das ist richtig hässlich. Das ist kein alter Mann. Das schaut einfach nur ungepflegt aus. Das schaut mal richtig Hammer aus. Also ich denke, ich nehme die am Bart, der muss natürlich auch dabei sein. So oder so ein kleinen Bart, das wirkt gut. Und da vielleicht so blond. Oh ja, der schaut richtig Rambo-mäßig aus. Passt. Ja. Und nennen, denke ich, tun wir uns Kulak Gaming, oder? Kulak.
Kodak Gaming. Passt. Was macht ihr hier, Rotwadone? Seid ihr ein Zeltner? Ein Seemann von Strath Makai? Nein, hier stimmt etwas nicht. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hammerfeld zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Das mache ich gerne. Ich bin ja immer sehr gerne ein Gefangener und folge gerne dem Hauptmann. Also ich denke, ich bin kurz davor, das Spiel durchzuspielen. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Dumpfes Gegrummel. Es ist auch super. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch rächten und den Frieden wiederherstellen. Okay. Ich denke, das war ein Drache. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Und noch ein Grund, warum ich zu den Sturmmänteln gehen will, ist, weil ich dann höchstwahrscheinlich diesen Witzbold da vorne in der goldenen Rüstung, auch genannt General Tullius, ermorden kann. Und seine Rüstung ist einfach nur Wahnsinn und die hätte ich echt gerne. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Hat das jetzt echt gerade der gesagt, der da hingerichtet wird? Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh mein Gott. Boah, das Blut, das spritzt wirklich realistisch. Kaiserlichen Dreckskerle! Ja, das sehe ich auch so. Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Tod den Sturmmänteln! Ja. Los, wie er im Leben war. Rotwadone, ihr seid dran. Gekommen. Kann nicht noch einer vor mir dran sein? Ich schick den davor. Der schaut scheiße aus. Schreibt das in die Kommentare. Wer soll vor mir gehen? Okay. Boah. Jetzt schaue ich auf seinen schönen Fellmantel herab. Oder schaue ich hinauf. Oh mein Gott, ein Drache. Ja, okay, ich denke mal, vielleicht tötet er uns jetzt, vielleicht rettet er uns. Okay. Oh, den Schrei will ich erlernen. Ich höre erst auf mit den Skyrim Let's Plays, wenn ich diesen Schrei erlernt habe. Rotwadone. Oh mein Gott, Hehehe, du kommst nicht rein, ah. Scheiße. Ja, Ulfric, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Legenden. Jawohl. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Okay. Springen wir ein bisschen herum. Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Was jetzt? Ralof! Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Es ist halb verbrannt. Das Dach und läuft immer weiter. Was meinst du? Ah! Mein Gott! Oh! Ich habe dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich kann die Steuerung gar nicht mehr. Das wollte, was ich schon irgendwann mal ausprobieren wollte. Ja, schieß trotzdem dagegen. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mit der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden, Atra. Bleibt nah bei der Wand. Oh mein Gott. Was ist mit dem?
Warum schreit der ganze Tor Schul? Scheiße, ich bin getroffen worden. Oh, was ist los? Ich bin aufgespießt. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Zu wem soll ich gehen? Zu wem soll ich gehen? Ah, ich wollte ja zu den Sturmmänteln. Ich gehe zu ihm. Huh, ich bin drin. Hurra! So, also, ja, ich sehe gerade, dass das Video sich wieder dem Ende zugeneigt hat und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play und ein Daumen hoch oder auch ein Abo, das wäre halt nicht schlecht und würde uns auch helfen und ja, dann ciao!